Neue Messe, neues Glück. Wir sind wieder mal auf der Messe unterwegs und schauen uns wieder mal ein paar Campervans und Wohnmobile an. Ja, und dann nehmen wir euch mal wieder mit. So, Neuheit hier auf der Messe ist der Knaus Yaseo Wohnwagen. Kostet hier im Grundpreis 22.490 Euro und so wie er hier steht 30.058 Euro. Ja, hat eine kleine Garage. Ich fühle mal hier rein. Ja, jetzt sieht man es wegen Licht auch besser. Genau. Ja, und hinten hat er auf jeden Fall ein Fenster. Alles einsteigen. Ja, und an den Seiten hat auch noch mal zwei Fenster. Ja, den schauen wir uns jetzt mal von drinnen an. Ja, wenn man hier von innen, von hinten reinguckt, sieht man schon, hier ist das Bett. Ja, und das kann man hochklappen aus Platzgründen. Ja, durch das Fenster durch sieht man sehr schön tagsüber. Ja, und abends klappt man jetzt einfach runter und dann hat man ein schönes Bett. Ja, man sieht es hier kaum, ja, aber es ist tatsächlich ein Slide-Out, den man tatsächlich rausfahren kann und das Bett zur Seite ausklappen kann. Ja, und den schauen wir uns jetzt mal von drinnen an. Hallo. Hallo. Wollen wir uns die mal von drinnen anschauen? Ja, gerne. Wir haben von hinten schon mal geschaut. Da ist das das Bett? Genau, ja. Den Tisch, den kann man hier hochklappen. Ja. Der wird dann hier abgeklickt und in der Wand befestigt. Und dann können Sie hier das Bett runterklappen. Ah, okay. Ja, super. Das ist ja sehr praktisch, ja. Ja. Vor allem ein wirklich riesiges Bett, 1,60 mal 2 Meter. Und drunter noch mit Lattenrost, also wirklich wie zu Hause. Ja. Ja, tagsüber braucht man es nicht, ne? Da hat man eine schöne Lounge hier, ne? Und abends klappt man es einfach aus. Ja. Ja, vor allem Bettwäsche kann drauf liegen bleiben. Sie haben es bestimmt schon von hinten gesehen, da ist ordentlich noch Platz. Da ist noch ein bisschen Luft, ja, auf jeden Fall, ja. Und dann wird das eben wieder hochgeklappt. Ah, schön. Und wie sieht das Badezimmer aus? Das ist ein Slidebad? Nee, das ist leider ein Fehler vom Messeteam. Ah, okay, ja. Ist also nicht zum Rausfahren irgendwie? Nein. Nein. Ja, es hat aber eine angenehme Größe, ne? Genau, ja. Nach vorne hin auf jeden Fall nochmal ordentlich Platz. Sie sehen bestimmt mit Waschbecken. Den Knick in der Wand erweitert den Raum nochmal um gute 16 cm. Genau. Duschen kann man ja drin auch, ja. Ist eine Duschwanne drin? Schon. Ja. Ich schätze, man kann es im Rahmen der Sonderausstattung nachrüsten. Ah, okay. Ist ja einfach nur ein Duschhahn wahrscheinlich. Oder die Wasserhahn, die man dann zu Duschraum. Und dann müsste man vielleicht noch einen Duschvorhang haben oder so, ne? Aber der Rest. Der Rest ist ja alles von, ne? Dometic-Toilette, ah, schön. Und Kühlschrank ist auch, ja, angenehme Größe, ne? Ja, 92 Liter haben wir da, das ist wirklich für zwei Personen auch mehr als ausreichend. Ja, Induktionskochfeld zwei Stück. Schön. Versenkbares Orga-Modul. Ja, einmal mit hier draufdrücken und dann können Sie das unten in der Theke verschwinden lassen. Ist so eine Art Gewürzregal oder sowas, ja, ne? Ist für Gewürze gedacht. Ah, sehr schön, ja. Du hast gut gemacht, ne? Dort befindet sich in der Mitte die Verriegelung. Ach, hier? Genau. Das ist auch nur drei Fächer, ne? Schön. Ja, das ist alles elektrisch, ne? Kein Gas mehr. Genau, ne? Spart enorm an Gewicht. 30, 40 Kilo können dadurch eingespart werden. Und erspart Ihnen eben die Gasprüfe. Ja, genau. Da hinten, was ist das nochmal, ein Schrank oder so? Genau, ja. Wenn Sie einfach hier die Polster entfernen, ja, dann haben Sie hier nochmal einen recht tiefen Kleiderschrank. Ach, ein Kleiderschrank, ist auch praktisch, ja. Da ist ja gar kein Aufwand, ne, wenn man hier so ein paar Kisten wegmacht. Ja. Und da drüben ist so ein bisschen dann die Elektrik oder so verbaut, ne? Ja. Ja, genau. Schön. Sie können den Innenraum auch für den Fahrradtransport nutzen. Sie sehen hier die Garagentür. Ach, das ist die Garagentür. Genau. Die Sitzgruppe kann man in diesem Modul und in Ich habe nur diese kleine Garage nämlich da unten gesehen. Ne? Ja, aber es gibt auch eine größere, dann eben für Fahrräder. Einfach die Sitzpolster auf beiden Seiten entfernen, die Stauboxen befüllen und dann können Sie das Ganze zur Seite schieben. Wow. Geht hier natürlich genauso, dann haben Sie den kompletten... Ach so, da reinschieben und dann hat man komplett, kann man dann hier... Ja, wunderbar.
Das ist aber nur da hinten, ne? Hier vorne hier nicht. Die bleiben dann so. Genau, ja. Schön, da hat man eine schöne Garage, ne? Mhm. Und da kann man die Fahrräder draußen haben. Mhm. Toll. Super. Sieht gut aus. Vielen Dank, ja? Danke. Dankeschön. Einen schönen Tag. Danke auch so. Ah, hier sieht man schon die Garagentür. Genau, und da kann man dann die jedenfalls Elektrofahrräder oder wenn man größere Dinge zu transportieren hat, mit reinpacken. Sehr schön. Ja, das war der Yaseo 340 PX von Knaus. So, das war's wieder von uns. Wie hat's euch gefallen? Schreibt uns gerne erstmal in die Kommentare rein. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos von uns. Genau, lasst uns einen Daumen nach oben da. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.